Ja, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Terraria. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Badora und wie ihr sehen könnt, knallt die Sonne mir wieder ins Gesicht hier. Wir befinden uns heute mal in einer anderen Welt und zwar in der Welt, wo ich mir immer mein Adamantit herbesorge. Und ich dachte, ich stelle mich hier einfach mal hin in der Hoffnung, dass hier vielleicht ein paar fliegende Augen vorbeikommen, meine Freunde, denn wir brauchen Linsen. In meiner Welt ist es nämlich fast schier unmöglich, irgendwelche Linsen zu bekommen, denn ich habe kein, ja, oder kaum noch ungeheiligtes Land, beziehungsweise nicht oberhalb, sondern mehr unterhalb in den Höhlen immer. Und da fliegen ja kaum irgendwelche fliegenden Augen rum. Von daher hoffe ich jetzt mal darauf, dass hier irgendwelche fliegenden Augen auftauchen und mir Linsen hinterlassen. Ich brauche nämlich noch Linsen, meine Freunde. Für die Boss-Items. Sonst kommen wir nämlich nicht an das fliegende Auge. Also, beziehungsweise an die Twins. Ihr wisst schon, an die Zwillinge. So. Komm, ich brauche auf jeden Fall Linsen. Fliegende Augen. Gib mir fliegende Augen, gib mir Linsen. Ich hatte mal so viel Linsen, ne? Verdammt nochmal. Und jetzt sind sie alle weg. Sie sind einfach alle weg. Komm, ich muss doch noch ein paar Linsen bekommen hier irgendwo. Da ist eins. Keine Linse fallen lassen. Alter. Not good. Komm schon. Ich brauche mehr. Gib mir Linsen. Geister brauche ich nicht. Ich brauche fliegende Augen, Mann. Da. Gib mir Linsen. Oh, komm schon. Ey, komm schon. Das kannst du doch nicht tun. Ich brauche unbedingt Linsen, Linsen, Linsen. Wir sind heute auf der Suche nach Linsen, Freunde. Also, jetzt nicht zum Essen, sondern die zum Verbrauchen und so. Ihr wisst schon. Und ich hoffe, ihr habt immer noch weiterhin Spaß mit dem Let's Play, möchte ich hoffen. Ja, das wäre schön. Denn dann mache ich das hier nicht alles umsonst. Ihr wollt ja 100% und ich bin gerade auf dem Weg straight dahin. So. Komm schon, hier muss doch irgendwo eine Linse rumfliegen. Ich habe nämlich nicht... Boah, ich habe keine einzige Linse mehr. Wie viele brauchen wir denn überhaupt? Das wird ja ewig lange dauern, bis ich mal so viele Linsen zusammen habe. Alter. Ja, wenigstens bekommen wir hier diese verfaulten Fleischbrocken. Die könnte ich, glaube ich, auch nochmal für irgendwas gebrauchen, wenn ich mich nicht ganz täusche. So. Ich schau mal eben gerade ins Inventar. Moment. Zack, zack, zack. Was brauche ich denn dafür? Wo sind denn die Augen hin hier? 3 Linsen pro. Also sprich 6 Stück. Ja, toll. Das kann ja dauern. Also ich hatte jetzt nicht wirklich viel Glück hier, um ehrlich zu sein. Ich hoffe aber, dass hier noch mehr auftauchen. Bitte, fliegende Augen. Dass die keine Linsen hinterlassen, das ist auch eine Frechheit, ne? So eine richtige Frechheit ist das. Vielleicht fliegen ja hier noch irgendwelche Augen rum. Komm schon. Ja, hier ist irgend so eine blöde, wie heißen die denn nochmal? Kobold-Armee oder irgendwas? Keine Ahnung. Muss sterben. Ach, komm schon, das gibt's doch gar nicht, ey. Eine Ente! Die will ich haben. Geil! Ich habe eine Ente gefangen, wie cool ist das denn? Geil! Ja, guck mal einer an, haben wir wieder was Schönes vollbracht hier, in einer anderen Welt übrigens. Aber hier besteht die Möglichkeit, Sachen zu bekommen, die wir vielleicht in unserer Welt wirklich nicht mehr bekommen können. Und von daher ist das schon gar keine schlechte Idee. Wenn wir einfach mal eine Folge über einer anderen Welt rumhampeln, ist das schon nicht so schlimm. Und ich hoffe, wir finden natürlich auch noch ein wenig, ja, mehr Linsen. Linsen bringen den Popo zum Grinsen. Ihr wisst ja, ihr kennt ja den gewissen Spruch. So, was ist das hier für ein Quatsch? Brauche ich alles nicht. Bla, bla, bla. Hässlicher Pullover, juhu. Weg damit. So. Ach man, Schatz, gibt's doch gar nicht. Ich brauche Linsen hier und nicht euren Shit. Hier auch keine Linsen drin? Es ist doch Wahnsinn. Komm schon, wir müssen doch irgendwo diese fliegenden Augen rumfliegen. Ich
meine auch, die fliegen nur bei Nacht rum, aber ich versuche jetzt trotzdem mal mein Glück. Und es ist ziemlich dunkel hier im Zimmer, sehe ich gerade. Das bedeutet, ich muss gleich mal Licht anmachen. So, hier muss doch noch irgendwo was sein, ey. Das gibt's doch gar nicht. Hier müssen doch fliegende Augen rumfliegen wie wer weiß was. Fliegende Augen. Echt schräg, das Ganze. Also ich kann jetzt Glück haben und vielleicht welche in irgendeiner Kiste finden. Was sind das hier für Baumstämme? Mal eben schauen. Mahagoni habe ich, glaube ich, schon. Jetzt von wegen Rüstungsteile und so, ne? Mahagoni haben wir schon. So. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Gut. Was ist hier in der Kiste? Auch nicht das, was ich suche und überhaupt nicht brauche, vor allem. Komm schon. Es kann doch nicht sein, dass nur diese fliegenden Augen Linsen fallen lassen. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das ist ganz normales Holz, so wie das ausschaut. Das gibt's doch gar nicht. Ey, wer ist das denn? Ach so, hier der Typ. Ja, passt schon. Dass hier keine Linsen fallen, hier irgendwie irgendwas, irgendwer. Nee, ne? War ja klar. War ja total klar. Und hier sind auch keine Linsen drin. Das wäre ja schön gewesen, ne? Aber haben wir die Arschkarte gezogen, meine Freunde. Ich möchte hoffen, dass wir wirklich noch welche auftreiben hier. Nein, was mache ich denn? Ah, falsch. Alles falsch, was ich hier tue. So, und was fehlt denn noch? Zinn, ne? Zinn fehlt noch. Da muss ich auch mal schauen, was das genau ist. Wie das aussieht, weiß ich jetzt gar nicht. Ist das vielleicht schon da? Bin mir nicht ganz genau sicher. So. Blei ist es. Nee. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das behalte ich alles. Das kommt weg. So, jetzt bringe ich euch mal alle eben um, weil ihr geht mir tierisch auf den Sack. So. Zack. Perfekt. So, die müssten auch gleich irgendwann mal alle tot sein. Ja, dass die uns nicht mehr auf den Sack gehen, ne, meine Freunde. Das kann ja nicht sein. Bam. Ey, ein Vogel. Den will ich haben. Yes. Und das nächste Tier, meine Freunde. Wir haben schon zwei neue Haustiere gefangen hier in der Welt. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Aber leider noch nicht eine Linse bekommen. Das ist echt traurig wiederum. Oh, hier ist auch nichts. Boah, es gibt's doch gar nicht. Und Zinn. Ich weiß gar nicht, ob wir Zinn in dieser Welt überhaupt haben. Ich kann mich ja mal ein bisschen nach unten buddeln. Und einfach mal so schauen, was wir da so rauskriegen. So, was haben wir denn hier? Ebensteinblei brauche ich nicht. So, ich bringe euch alle um. Ja. So. Das hier ist... Hä? Deine Welt wurde mit Adamantit gesegnet? Habe ich jetzt aus Versehen so ein Dings umgebracht? Aus Versehen so ein Altar kaputt gemacht? Weiß ich gar nicht. Also okay, Adamantit haben wir hier. Wir haben... Blei... Aber wir haben keinen Zinn hier, glaube ich. Aber ich schaue trotzdem nochmal. Das ist auch, glaube ich, wieder Blei hier, so wie das aussieht. Haben wir nicht noch einen Höhlenforschertrank? Oder ist das Zinn? Nee, ist auch Blei. Blei. Also Zinn haben wir hier nicht. Das heißt, wir sollten vielleicht doch nochmal eine neue Welt erstellen. In der Hoffnung, dass da Zinn spawnt. Weil ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Je nachdem, wenn wir jetzt die Titan-Leggings und so fertig haben. Also das ist, glaube ich, das Letzte, was noch fehlt. Die Titan-Leggings.
Wenn die jetzt fertig ist und ich dann den Score nicht kriege, dann wird es wahrscheinlich an der Zinnrüstung liegen und an den ganzen anderen Rüstungen, die ich noch nicht habe. Aber es wurde mir ja gesagt, dass angeblich nur die Erze zählen, die wirklich dann auch in meiner Welt sich befinden. Gerade wo ich dann mich auch befinde. Also da bin ich ja mal gespannt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Sehen wir da ja. Sehen wir dann, ja. Und wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Pixies besorgen, weil wir ja noch die Welt heiligen müssen. Also es geht langsam aber sicher alles ziemlich zeitnah voran, denke ich. Wir haben jetzt auch schon wieder zwei neue Haustiere gefunden. Und hoffen jetzt mal, ehrlich, dass bald mal so ein paar fliegende Augen hier auftauchen. Vielleicht kommen ja hier so ein paar im Dungeon, ich weiß es nicht. So, hier ist ein goldener Schlüssel, den nehme ich doch einfach mal mit. Vielleicht befindet sich dort in irgendeiner Truhe ja, vielleicht eine Packung Linsen, die ich mitnehmen kann, wäre ja schön. Ja, ich könnte natürlich auch eben hier in Netto gehen und mal eben so ein Päckchen Linsen aufkochen, ne? Aber das bringt uns ja auch nicht weiter. So, hier ist doch schon so eine blöde Kiste. Und was ist drin? Geil! Perfekt, können wir doch direkt gebrauchen auch, oder nicht? Oder können wir das vielleicht zerlegen? Das geht auch nicht, ne? Ist das denn eine magische Rakete? Ich zeige dir gleich mal meine magische Rakete. So, ja, scheiße, dass wir die nicht zerlegen können. Oder können wir die doch zerlegen? Schnell stapeln? Geht nicht, ne, geht nicht. Kacke. Obwohl, aber wenn wir jetzt das Auge von Chutuhuluhulu beschwören, dann könnte es doch möglich sein, dass die vielleicht Linsen fallen lassen, oder? Weil wir brauchen ja das Auge an sich überhaupt nicht, oder? Mechanisches Auge. Ne, dann brauchen wir das Auge überhaupt nicht für. Ist ja geil. Das könnte vielleicht funktionieren. Ich bin mir nicht so sicher, aber es könnte funktionieren, meine Freunde. So, hier ist noch ein goldener Schild. Den nehme ich auch nochmal mit. Hier, Blei weg, weg. Was ist das denn? Was? Ein Erbauertrank? Aha. Habe ich auch noch nie gehabt. Was geht denn hier ab? So, die Kiste gefällt mir, ich nehme die mal. Beschwört eine zahme Fledermaus. Möchte ich jetzt gar nicht. So, Bombe, Kupfermünze, bla bla bla. Silbermünze. Hier, diese Schlüssel können wir auch alle noch bauen, theoretisch. Wenn wir den Golem besiegen, ganz oft. Und diese komischen Schlüsseldinger finden, meine ich. Irgendwie so ging das doch. So, hier geht's ja sogar noch weiter. Geil. Den tue ich mal weg und den tue ich auch mal weg. Boah, jetzt nicht. Goldener Schlüssel mache ich mal eben offen. LOL! Einfach mal eben so gefunden. Ja, und noch ein Auge von Chutuhululu. Habe ich mir schon beinahe gedacht. Perfekt. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich einfach hier aus dieser Ebene jetzt gerade mal. Und nehme die Augen mit, speichere das Spiel, nehme die Augen mit in unsere Welt und wir hoffen, dass das Auge von Chutuhuluhulu auch ein bisschen von den Linsen fallen lässt. Speichern und beenden. So, wir gehen in unsere Welt. Zack, zack, zack. Und in der Zeit werde ich, glaube ich, mal, oder beziehungsweise ist es denn jetzt schon dunkel? Es ist dunkel. Cool. Dann können wir ja eben mal die Augen beschwören, hier oder eins davon. So, komm mal eben her. Wo bist du? Komm, 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 schnell. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Das geht ja ganz schnell. Zack, zack, zack. Und Linsen fallen gelassen? Natürlich nicht. Wie wär's denn mit dem anderen Auge? Oder kann ich nicht so viel einpacken jetzt? Es kann natürlich auch sein. So, nochmal. Lässt das wie keine Linsen fallen? Da bin ich aber traurig, ey. Come on! Ernsthaft? Das Vieh lässt keine Linsen fallen. Soll ich das jetzt wirklich glauben? Und was ist das? Glühwürmchen? Leuchtkäfer! Lol! Was geht denn hier ab? Okay. Aber was? Ach, geil. Die kann man ja als Köder benutzen. Fette Sache. Cool.
Ja, wir haben auf jeden Fall einiges mitgenommen, aber auch irgendwie jetzt ein bisschen verpeilt alles mit dem Auge von Cthulhu. Ich habe echt gedacht, dass wir jetzt wirklich ein paar Linsen bekommen dadurch, aber ja. Hat wohl nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben auf jeden Fall ganz viele von diesen Leuchtkäfern. Geil. Da können wir ja angeln ohne Ende. Das ist ja richtig geil. Und ich warte jetzt schon wieder, bis welche auftauchen. Dann nehmen wir uns ganz viele Leuchtkäfer mit. Da ist auch noch so ein Vieh. Das ist ja cool. Die fallen mir ja jetzt erst auf. Habt ihr die vorher gesehen? Die fallen mir jetzt wirklich ganz persönlich zum allerersten Mal auf. Irgendwie ganz plötzlich. Auch cool. Leuchtkäfer. Leuchtkäfer und neue Tiere haben wir. Voll die tierliebe Folge und so. So, 16 Stück und geil, 35% Köderkraft, das ist ja richtig episch. Also wenn das nicht episch ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Aber wir warten wieder auf neue. Und dann können wir tatsächlich auch... Geil, ey, dann nehme ich auf jeden Fall die Angel wieder mit. So, wir gucken mal eben gerade, wo ich die überhaupt verstaut habe. Wo habe ich die denn überhaupt? Habe ich die nicht hier irgendwo im Rucksack? Nee, ne? So, aber trotz allem, Sand brauche ich dann auch wieder für die ganzen, ihr wisst schon, Terrarien. So, das passt schon so, lass ich mal. Hier ist noch ein Auge von Cthulhu. Ja, nehme ich mal mit, vielleicht lässt das Vieh ja mal Linsen fallen, wäre auch nicht schlecht. Ein mechanischer Wurm, bringt der mir jetzt irgendwas? Nicht wirklich, ne? Nee. Leider nicht. So, dann schaue ich gleich nochmal, ob ich vielleicht die Linsen oder so ersetzen kann. Zack, das nehme ich auf jeden Fall mit. Geschenke sind überflüssig. Das brauche ich, klar. Da brauche ich zwei Terrarien für Sand. Habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Ach ja, das ist ja die Truhe, genau. Ja, dann... Oder wir machen das Auge nochmal gerade. Warte, ich speichere vorher aber. So. Zack. Jetzt machen wir das mal eben tot. Komm, wo ist es? Hä? Hallo? Ach, da. So, ist es auch tot. Aber auch keine Linsen fallen lassen, das Schweinevieh. Das ist ja eine Frechheit. Das ist ja eine richtige Frechheit, ist das. So, aber dann weiß ich ja Bescheid. Gut, dann nicht, meine Freunde. Da werde ich mich jetzt einfach mal gepflegt auf den Weg machen zum Strand. Da werde ich mir ein bisschen Sand besorgen. Und dann bauen wir uns ein paar Terrarien noch für die Tiere, für die restlichen, die wir noch gefangen haben. Und schauen dann mal in der nächsten Folge, weil wir ja sowieso irgendwie Pech haben mit den Linsen hier gerade irgendwie, dass wir dann vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen heiligen und dann vielleicht Glück haben, dass wir nebenbei noch ein paar Linsen abstauben. Ansonsten muss ich dafür echt mal in eine andere Welt und hoffen, dass ich da ein paar fliegende Augen noch, ihr wisst schon, finde und die dann dementsprechend loote, so dass wir dann auch bald so schnell wie möglich dann auch, mal wieder Okram beschwören können und da dann, ja, die Titan-Legends herbekommen und somit dann auch endlich alle Rüstungssets zusammen haben, hoffe ich. Wenn nicht, müssen wir dann auch noch ein bisschen mehr Zeit damit verbringen, uns alle Rüstungsteile zu besorgen, denn es gibt viele, viele neue Rüstungsteile, die dazu gekommen sind und da müsste ich wirklich mal im Internet lesen, welche genau damit gemeint sind. Das weiß ich nämlich jetzt überhaupt nicht. Also da muss ich echt mal im Terraria-Wiki schauen oder sonst irgendwo. Da gibt es ja gewisse Tipps überall wegzuholen. So, und jetzt ist die Frage, kann ich denn überhaupt den Sand hier jetzt einfach so... Kann ich denn davon jetzt... Also so ein... Ihr wisst schon? So ein Terrarium bauen? Warte mal, ich schau mal gerade. Bla 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 bla. Wo ist denn hier dieses Terrarium? Das ist, hier, da. Wie baue ich das denn? Jetzt sehe ich wieder nicht, ne? Glasbadewanne, bla bla bla. Ja, aber das wird, glaube ich, doch auch damit gehen, denke ich.
So, Pixie-Staub brauche ich auch. Ganz wichtig. Wieso sammelt der das nicht ein? Hat er schon. Gut. So. Eine Lichtscherbe. Okay, für was braucht man denn die Lichtscherbe? Interessant. So. Ich glaube, ich werde mal per Spiegel zurückgehen. Zack, und schau mal eben da. Das kann ich wegschmeißen, wegschmeißen. Sandblock, da gehe ich jetzt mal nach unten. Hier, so. Ich brauche auf jeden Fall ein Terrarium. Geh mir nicht auf den Sack jetzt. Ey, wofür? Wie baue ich denn so ein Ding? Mensch. Glas. Ja, Glas. Ist klar. Und so. Terrarium, Terrarium. Oh, jetzt finde ich das wieder nicht und suche 100 Jahre hier. Das gibt's auch gar nicht. Ja, will ich ja bauen, Da! 16 Glas. Okay, cool. Dann bauen wir Glas. Können wir hier machen auch. So, Glas, 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 Glas. Eben ging das. Noch verarsch mich doch nicht. So, oder war das am Ofen? Die Knöpfe machen mich wahnsinnig. So, brrrt. Okay, das müsste ja reichen. Zack, weg. So, 38 Glas. Dann schauen wir mal eben. Jetzt dürfen wir uns... Was ist das denn? Eine verstärkte Angel, okay. Jetzt dürfen wir uns theoretisch so ein Dings bauen können. So, zack, haben wir, perfekt. So, zwei Tiere wieder fertig. Cool. So, die helle Scherbe, was auch immer man damit machen tut, weiß ich gar nicht. Ich pack's einfach hier neben die dunkle Scherbe. Warum auch immer, ich weiß gar nicht, was die jetzt bringen sollen. Hier werde ich jetzt einfach mal... nein. Warte mal. So, 6, 10 behalte ich erstmal hier. So, die baue ich gleich auf. Zack, zack, zack. Die nehme ich mit. Ist ja ganz klar. Höhlenforschertrank brauchen wir noch. Heiliges Wasser können wir uns noch eben herstellen. Dreimal. 15 Stück, sehr schön. So, Linsen können wir nicht bauen. Das ist so eine Scheiße, dass wir keine Linsen bauen können. Warum nicht? Das ist echt widerlich, sage ich euch so, ganz ehrlich, ganz offen und ehrlich ins Gesicht. Das ist scheiße. Oh Mann, ich finde das echt doof. Naja, wie auch immer, ist ja nicht so wichtig. Die bekommen wir schon. Und wenn ich dafür offscreen 1000 Jahre suchen muss, bis ich fliegende Augen zusammen habe, aber irgendwie machen wir das schon. Wir gehen mal eben in die Tierabteilung. So, und stellen dort unsere Tiere aus. Oh, fuck. So, jetzt bin ich wieder falsch. Hier müsste ich, glaube ich, nach unten kommen. Jo, perfekt. Und den Vögelchen. Das kleine Vögelchen. So, oh, das ist ein großes Vögelchen. Und ja, ich glaube, wir brauchen später noch mehr Platz, weil da werden noch einige Tiere zukommen. Und ich habe gehört, unten im Untergrund, im Dschungel irgendwo, wenn ich da angeln gehe, habe ich vielleicht die Möglichkeit, irgendwie mir ein fliegendes Tier oder so zu besorgen. Aber ich weiß nicht, ob das auch auf PlayStation geht. Von daher, das ist auch wieder so eine offene Frage, die wir vielleicht dann auch in der nächsten Folge klären können, meine Freunde. Denn wir spielen schon wieder eine halbe Stunde Terraria, fast. Und ja, komm, vielleicht probieren wir das eben nochmal aus hier. Komm, wir probieren das eben nochmal aus mit der Angel. Vielleicht finde ich ja was Tolles. So. Wir müssen ja sowieso Fische angeln, ne? Hui. So. Schauen wir eben mal, wo ist der Dschungel denn überhaupt? Da hinten. Und da hinten gehen wir dann einfach mal in den Untergrund und suchen uns da eine Pfütze und da werden wir dann einfach angeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau geht. Schleim. Ja, du mich auch. So, gucken wir mal eben. Hui. Passt das schon? Ich glaube, das passt schon, ne?
Es kommt nichts. Schade eigentlich. Dann gehen wir mal ein Stückchen tiefer. Vielleicht ja hier. Ach, lass mich doch in Ruhe jetzt. So, dann sind wir mal gespannt, ob was passiert. Sieht aber irgendwie überhaupt nicht danach aus, dass irgendwas passiert. Kann man überhaupt im Untergrund angeln? Geht das hier überhaupt? Weiß ich gar nicht. Also, ich meine, macht das Sinn? Eine Schnecke, warte. Geil, noch ein Haustier. Oh, wie ich mich freue gerade. Juhu! Cool. Noch eine Schnecke. Wie geil! Ich sehe auf einmal Dinge, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ih, weg! Lass mich in Ruhe. Du bist eklig. So. Dann angel ich doch einfach hier mal ein bisschen. So. Ein irgendwas. Ach, auch cool. Lass mich in Ruhe. Geil, noch was? Jetzt lass mich doch mal in Frieden angeln hier. So. Wir angeln weiter. Wir angeln so viel, wie wir können. So ein Barsch. Ein Arsch. Okay, jetzt haben wir schon drei Fische. Cool. Wir machen mal weiter. Wieder so ein Ding. Arsch. Okay, das ist irgendwie immer dasselbe. Eine Holzkiste. Wie mache ich das denn auf? R1 zum Öffnen. Geht nicht. Was? Jetzt bin ich gerade, was? Anker als Waffe. Lol. Wie cool ist das denn? Ja, krass. Geht das auch durch Wände? Nein, nicht wirklich. Aber lol, auch nicht schlecht. Cool. So, wir probieren das jetzt nochmal. Wir angeln jetzt nochmal eine Runde. Holzkisten sind ja interessant. Barsch leider nur. Und irgendwie verbrauchen sich meine Köder gar nicht, sehe ich gerade. Warum auch immer. Das Glas packe ich einfach mal wieder weg. Ey, geil, noch eine Holzkiste. So ein Scheiß brauche ich nicht. Geil, eine goldene Kiste. Voll interessant, ne? Was man hier alles so rausholt. Ich will noch eine goldene Kiste haben, auf jeden Fall. Oh, den habe ich auch noch nicht. Scheiße. Was packen wir denn mal weg? Was packen wir denn mal weg? Hier die Leuchtstäbe, scheiß drauf. Komm, einmal noch. Och Mann. Komm schon, ich will noch eine goldene Kiste. Du bist ja kacke. Na? Ah,
komm, okay, wir lassen es einfach sein. Eine goldene Kiste wird ja wohl reichen für irgendwas Schönes. Ich weiß auch nicht genau, was sie jetzt machen. Also ich habe jetzt wirklich schöne Sachen gefunden eigentlich hier, ne? Muss man ja sagen. So, haben wir denn die ganzen Fische und Tiere und Köder und weiß ich nicht. Hier, packen wir mal so ein bisschen um. Zack, zack. Tiere, bla bla bla. So. So, so, so. Das kommt weg. Weg. So. Fische. Wurm. 10 Barsch. Krass. So. Köderkraft, Gesellenköder. Auch nicht schlecht. Habe ich nämlich auch noch nicht gehabt. So, den Anker packe ich auch hier hin, weil wofür, ne? So, Hammerkraft. Steinfisch, das ist eine Waffe. Ach du Scheiße. Okay, jetzt macht einiges Sinn. So, zack, zack. Hier ist noch ein Dingsbums. Dafür packe ich die mal weg. Und würde sagen, lass das auch erstmal so. Ich stelle mich jetzt mal hier oben hin, speichere vorher aber mal, um nicht irgendwie was falsch zu machen jetzt mit den Kisten. Nicht, dass da nur Müll bei rauskommt. Wir können die ja jetzt öffnen und wenn da nur Scheiße drin ist, machen wir das in der nächsten Folge nochmal und hoffen, dass da noch was Besseres drin ist. What? Toll. Also, ich glaube jetzt nicht so ein geiles Zeug. Von daher würde ich sagen, beenden wir hier die Folge und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und hoffe, dass es dann erfolgreicher weitergeht. Ich bin auf jeden Fall euer Badora und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier in der geilen tierlieben Angelfolge, wie auch immer. Ich bin euer Badora. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da, schreibt in die Kommentare oder teilt das Video mit euren Freunden. Bis dahin, frohes neues Jahr wünsche ich euch und ja, kommt gut ins neue Jahr. Bis dann. Haut rein!